Hallo liebe Pokémon-Freunde und hallo Team Tüwald. Ja, hier sind wir mal wieder mit einem brandneuen Opening. Heute habe ich natürlich dafür auch wieder meine Frau mit am Start. Hallo zusammen. Und heute werden wir zweimal die Raikou Pin Collection öffnen. Die Box beinhaltet jeweils drei wunderbare Booster und ein Raikou-Pin und eine Raikou-Promo-Karte, worauf wir gleich noch eingehen. Ansonsten sieht sie eigentlich ganz unspektakulär aus. Hinten wie üblich ein Klappentext mit Raikou. Vorne das Übliche. Ist eine der ersten Sonderboxen aus Sonne-Mond gewesen. Ja, ich würde sagen, wir packen die Boxen aus und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Booster hier stehen haben. So, da sind wir auch schon wieder. Wir haben die beiden Boxen hier links und rechts ausgepackt, hingestellt. Mal kurz drauf eingehen, was hier drin ist. Einmal ist hier dieser Raikou-Pin drin, den haben wir jetzt zweimal. Sieht ziemlich cool aus. Ist halt ein Raikou. Und dann haben wir diese wunderbare Raikou-Promo-Karte, die unglaublich gebogen ist. Da werden wir was draufstellen müssen, um die wieder hinzukriegen einigermaßen. Obwohl, sie ist ja keine Promo-Karte, sie ist aus einer normalen Serie, hier aus irgendeinem XYZ. Wir haben hier die Fähigkeit Strahlender Körper. Wenn an dieses Pokémon bereits mindestens eine Elektroenergie angelegt ist, wird Schaden, der diesem Pokémon durch einen gegnerischen Angriff zugefügt wird, um 20 Schadenspunkte reduziert. Ganz nett, die Fähigkeit an sich. Und dann noch die Donnerlanze mit 3 Colorless Energie, 50 Damage Plus und zwar 20 weitere Schadenspunkte für jede an dieses Pokémon angelegte Elektroenergie. Das heißt, wenn wir die Colorless Energie mit 3 Elektroenergie machen, haben wir schon mal 110 Damage. Ist eigentlich ganz ordentlich für ein Basis-Pokémon. Habe ich auch schon mal ein Deck benutzt, weil ich keine Alternativen hatte. Daher, ja, kann man mal machen, denke ich. Wir haben in jeder Box 3 Booster. Zweimal Sonne, Mond, einmal Evolution. Wir werden Sonne, Mond, Evolution, Sonne, Mond aufmachen. Und ja, mal schauen, wer besseren Karten hat. Die Punktierungen sieht aus wie folgt. 1 Punkte gibt es für jede Reverse Holo in Rare und jede normale Holo. 2 Punkte für jede Turbo- bzw. Prisma-Karte, weil wir Prisma hier nicht haben. 3 Punkte für jede reguläre EX-Karte oder GX-Karte, 4 Punkte für jede Full-Art-Karte und 5 Punkte für jede Hyper-Rare, beziehungsweise Rainbow-Rare. So, wer fängt an? Ich fange an, die Frau bestimmt, wie immer, so ist es im Leben. Ja, dann beginne ich mit diesem wunderschönen Silvaro-Booster aus Sonne-Mond, auf das uns dieses Pokémon Glück bringt. Es ist die dritte Form von Bau. Das kann es eigentlich nur Glück bringen. Also wir haben 6 Booster, ich fände so eine EX, 2 EX wäre natürlich nice. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Lässt sich nicht immer sagen. Und wir beginnen das Opening mit einem Code für euch, Sonnemond. Viel Spaß damit. Sonnemond sind 4 Karten nach vorne und ein Kartentrick. So, die anderen Booster lege ich auf Seite. Damit wir uns auch voll unseren schönen Karten widmen können. Und der Start ist eine Feenenergie. Dann haben wir den EP-Teiler, eine sehr gute Trainerkarte. Ein Alola Radikal. Ein Lusardin, Frubbal, Alola Dicta, Dratini, Sankabu, Bubungus. Das habe ich lange nicht mehr gesagt. Bubungus. Ja. Arboretros, passend zum Silvaro, das jetzt hier ein bisschen zerfetzt ist auf dem Artwork, die Vorstufe. Und ein Bisbark in Rare. Ah, ich habe das Bisbark vermisst. Ich habe keine Rare-Karte so oft in Nicht-Holo wie dieses Bisbark. Somit nach meiner ersten Runde 0 Punkte. So, dann bin ich dran und mache meinen ersten mit Solgaleo. Oh, du putzt die Schere, sehr gut. Ach so, sag ich nicht? Nee, ist gut. Okay. Hier Karten nach vorne. Und als erstes ist es eine. Eine Unlichtenergie. Marikek. Kokaiman. Keine Ahnung. Pilippa. Alola Slimer. Der Bautz. Der Bautz. Traumato. Ein Wommel. Panzeron, ein Zubat und ein Austoss. Ich glaube also tatsächlich, nichts, das Austoss haben wir sogar noch gar nicht. Deswegen schon mal gut. Das Zubat bitte auf Seite tun, das ist Reverse Holo.
Warte bitte. Ist das auch kein Punkt, ne? Nee, ist auch kein Wear. Gut, dann hatten wir den ersten Booster, der steht für beide 0-0. Weiter geht's mit einem mächtigen Glurak-Evolutionsbooster. Hier gibt es EX und Turbokarten. Und hier fehlt mir einfach so unglaublich viel, deswegen wäre es ziemlich nice, hier was Gutes zu ziehen. So. 1, 2, 3 und... Ah, hier sind es nur 3. XY halt. Ganz wichtig, nicht vergessen. Und Energiekarte ist ja auch kein Muss. Wir beginnen mit einem Kukuna. Ein wunderbares Smogon. Mashok. Sandan. Voltoball. Magnetilo. Raupi. Abfratz. Hyperheiler als Reverse Holo. Und unser Rare ist ein Arcani. Ja, das ist passend zum Bisbark, die Trollkarte aus Evolution quasi. Neben Bibor. Somit auch hier 0 Punkte für den Tywald. So, mein zweites Booster ist Bisaflor mit einer Evolutionsreihe. An der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis auf den Hintergrund. Da ist Glurak, da ist Bisaflor. Beides als Booster schon vertreten. Turtok leider nicht. Vielleicht kommt Turtok jetzt Karte. Also drei nach vorne. Sorry. Ein Glutexo. Ein Glurax Geistesbund. Der Supertrank. Traumato. Electek. Hornliu. Carpador. Energiekarte. Sterndu. Und als letztes ein Garados in Holo. Das ist der erste Punkt. Ein Garados in Holo. Sehr, sehr cool. Ach, sehr schön. Auf jeden Fall eine Karte, die sehr viel Erinnerung weckt. Aber die haben wir schon mal gezogen. Ich erinnere mich daran. Da bin ich auch darauf eingegangen, dass diese Karte hier eine meiner ersten war. Somit hat meine Frau den ersten Punkt und ich habe immer noch keinen. Aber wir haben ja noch Primarene, das den Tag retten kann. Mal schauen, was passiert. Ansonsten war die Ausbeute bis jetzt nicht so richtig gut. Hier sind es wieder 4 Karten nach vorne. Und wir beginnen mit der Energie vom Typ Pflanze. Passend zum Bisaflor im Hintergrund. Ein Tali, Karte. Die Karte kann man immer gut gebrauchen. Ein Arboretos in Normal, der Pokéball. Imantis, Gewaya, Fukano, das ist ein schönes Artwork. Krabox, Garstella. Ein Rabigator in Weaver Solo, das ist der Ausgleich, 1-1. Und die Rare in diesem Booster ist ein Agrostella, auch das ist Holo, nice. 2 Punkte in einem Booster, damit gehe ich in die Führung. Mal schauen, was der letzte Booster von meiner Frau jetzt noch bringt. Ich kann das Ruder nochmal rumreißen. Ihr könnt ja jetzt mal kurz das Video pausieren und in die Kommentare schreiben, wird meine Frau das jetzt packen, das Ruder noch rumzureißen und den Sieg davon zu tragen, oder wird der Tywald als der lachende Sieger vom Feld ziehen? Mein letzter Booster Sonne, Mond mit... Auch Primarene, genau wie bei mir. Ach so. Ich hab nicht aufgepasst. Oh. Ja. So. Und dann auch von meiner Seite ein Code für euch. Noch ein Booster Sonne, Mond. Achso, ja. Direkt auf Seite, dass ich nicht aus dem Ei auflöse. Einlösung. So, 1, 2, 3, 4. Ein Stahlenergie. Ja, das ist Stahl. Oder Metall. Ein Schmetterhammer. Auch wichtige Trainerkarte. Mizunder. Energieumschalter. Lampi. Togedemaru. Kanivana. Pepek. Ganovil, ein Quapsel, also kein Punkt. Und als letztes ein Tauros GX. Ja, gut, damit... Damit habe ich dann doch wohl wieder gewonnen. Ja, 4-2 steht es dann jetzt. Er hat die 3 Punkte. Ja, 3 Punkte. Ja, zum Abschluss dann doch nochmal ein richtig guter Pull aus der Box, das Tauros GX. Das haben wir zwar schon zweimal, aber
Jigs Card nimmt man natürlich immer gerne mit und vielleicht lässt sich auch der eine oder andere Tausch noch damit abwickeln. ja, ich gehe jetzt noch nicht so wirklich auf das Taurus ein. Warte kurz. Hallo. Ich halte es einmal so in die Kamera und hole noch die beiden anderen Punkte nach vorne. Die drei anderen Punkte. Ja, da seht ihr die Ausbeute. Taurus GX Garados in Holo, Argos Teller in Hogo, Holo und das Ravigator. Vier Karten, zwei Pulse in jeder Box quasi, wobei das Ravigator ja eine Reverse Holo war. Also ich denke, die Box meiner Frau war ganz gut, meine Box war eher so durchschnittlich. Ich denke mal, da wird ihr mir zustimmen. Ja, somit geht das Battle zu Ende, 4-2, ich habe wieder verloren, wie immer. Und ich hoffe, euch hat das Battle gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, gerne konstruktive Kritik. Natürlich auch, wenn es euch gefallen hat und ihr irgendwas zu sagen wollt, könnt ihr das machen. Ansonsten denkt dran, ihr könnt den Kanal abonnieren und dann auch am besten die Glocke aktivieren, damit ihr immer Bescheid kriegt, wenn es wieder neue Videos gibt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss, der Tywald. Tschüss.